Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen von dem guten Trevor. Weil ich hoffe, dass wir da einen Hubschrauber bekommen. Mit dem ich dann zu Dominik fahren kann. Der hat nämlich irgendwelchen kranken Scheiße. Ach nee, wir fahren gar nicht zu dem Hubschrauber. Oder? Nee, das ist gar nicht seiner. Oder ist das seiner? Der ist ein... Nein! Warum gibt es hier keinen verkackten Hubschrauber? Ich brauche einen Hubschrauber. Flugzeug bringt mir nichts. Ja, wobei, ich könnte natürlich vom Flugzeug abspringen, versuchen, auf dem Turm zu landen. Ich weiß, im Online-Modus gibt es hier hinten einen, aber ich denke, das ist hier nicht so. Scheiße. Ja, das ist natürlich Käse. Der hat doch eigentlich mal einen Hubschrauber hier gehabt. Der meinte doch, ja, hier, Hubschrauber und so. Jetzt ist er natürlich nicht da. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich würde sehr gerne zu ihm hin. Aber ich muss halt auf den Turm drauf. Und ich glaube, das schaffe ich nur mit einem Hubschrauber. Also man könnte es natürlich mal probieren mit dem Flugzeug, aber ich glaube, das dürfte nicht so einfach werden, dann auch noch eine Punktlandung hinzukriegen. Ich kann es ja mal probieren, scheiß drauf. Ich meine, was soll schon schief gehen? Außer, dass ich sterbe. Was? Kann ich einfach so? Ich mich einfach so. Ja. Ach Mann! Scheiße. Ach, das ist doch blöd hier. Ich wollte doch, will doch einfach nur fliegen, ey. Dann wechsle ich jetzt auf Michael. Tschüss. Ich will doch einfach nur dahin, irgendwie. Unglaublich. Please, baby. Oh, hi. I know I was an asshole, okay? Take one of my calls one day, okay? Alle paar Stunden fahren, Militärkonvois. Achso, stimmt, wir müssen das mit dem Militärkonvois natürlich noch machen. Genau. Wir müssen ja Vorbereitungen treffen. So, dann würde ich sagen, fahren wir doch mal einfach hin. Ich bin auch bestens, also Michael ist bestens gekleidet, um genau so eine, sowas jetzt durchzuführen, finde ich, also... Super, wie er sich gerade gekleidet hat dafür. Einfach in einem feineren Pämmchen, Hemdchen und einer Hose. Es läuft. Mega gut auf jeden Fall. Ah, ich hoffe, ich... Ja gut, der fährt zwar, aber das ist ja nur, damit ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. Kann ich nicht hier... Warte mal, kann ich nicht zufällig hier irgendwie abkürzen jetzt? Ich bin mir nicht sicher, aber der kommt, glaube ich, auch auf mich zu. Ja, muss er ja, weil er fährt ja zur Militärbase und die ist ja quasi so mehr jetzt in meine Richtung. Bin ich mal gespannt, wie ich den irgendwie überfallen soll. Okay. Nur mal kurz gucken, wie ich nochmal schieße. Oh. Ist das Polizei? Nee, das sind einfach Leute, die da rumballern. Man darf doch nicht mal die Straße erschießen, ohne dass jemand dich töten will. Ich finde das ein bisschen, also, ziemlich krass. Aber waren das nicht zwei Vorbereitungsmissionen, die man machen muss? Bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber spielt auch keine Rolle letztendlich. Wir werden das ja dann sehen. Und dann geht ja der große Coup los, wo wir richtig fett abkassieren. Glaube ich. In dieser Bank. So, da sind auf jeden Fall noch ein paar. Wo sind die anderen?
Scheiße. Der hat es noch weggeschafft. So viel Life habe ich leider nicht mehr. Ah ja, brauchst dich gar nicht irgendwie so, ne? Hier, ich mach die. Ah, der hat sich versteckt, der Sack. Scheiße. Ah, der läuft hier lang. Boah, fuck, ey. Ich hab die Dings gar nicht. Nein! Damn! Scheiße. Natürlich erneut versuchen. Hallo? Ich nehme jetzt eine andere Waffe auf jeden Fall. Lass mich doch noch hinfahren, ey. Aber gut, ich könnte. Wobei, was heißt hinfahren? Ich kann doch theoretisch hier stehen bleiben. Aber wir fahren da trotzdem jetzt hin. Ja, ich hätte es geschafft. Der letzte hat mich halt getroffen. Das war ein bisschen doof. Ich bin zu lange im Auto sitzen geblieben. Wäre ich schneller ausgestiegen, wäre das anders gelaufen. Ich brauche auf jeden Fall eine andere Waffe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir Waffen auswählen kann. Ich habe das ja schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, das Spiel. Was ist da los? What the fuck? Was ist los mit den Leuten? Die sehen doch, dass ich da auf der Straße stehe und eine Granate werfe, aber nö, die fahren dann einfach kaputt. Ich glaube, denen geht's zu gut. Jetzt bin ich hier wieder mitten in der Pampa ohne Karre, weißt du? Nee, warte mal, ich hab hier gerade doch, hier ist eine Karre. Jetzt muss ich erstmal zu meinem Auto laufen. Was wahrscheinlich am Arsch der Welt steht. Also diese Vorbereitungsmission ist nicht ganz ohne. Ich wollte mir jetzt helfen. Boah, das ist so nervig, dass sie einfach fahren. Warum bleiben die denn nicht mal stehen? Warte, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Au. Die Leute hier, weißt du? Oh, das wäre au. Ey, 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 Puppe, bleib mal stehen. Geh mal weg hier. Ja, ich muss dieses Fahrzeug konfiszieren. Juhu! Boah, jetzt geht's richtig ab, ey. Jetzt bin ich total gut geschützt, wenn ich dagegen das Militär gleich vorgehen werde. Überhaupt kein Problem. Hallo? Hallo? Ach so, das hat als Sprung gezählt. Alles klar. Monster Stunt fehlgeschlagen. Ich verstehe gar nicht, warum. Mit diesem Vehikel ist doch jeder Stunt ein Monster Stunt. Alter, das Auto ist ja gemeingefährlich. Also, das ist ja kein Auto. Dieser Caddy hier ist ja gemeingefährlich, ey. Ich komme da wahrscheinlich noch nicht mal rechtzeitig an. Das sieht auch voll scheiße aus, wenn man damit fährt. Aber egal. Ist cool. Ja, auf so ländlichen Gegenden kann man damit bestimmt auch in der City rumfahren. Ich meine, warum nicht? Ne? Zum Einkaufen reicht's. Der fährt schon. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Dinger fahren. Aber der fährt schon. Ne? Gut, so viel kannst du jetzt nicht einkaufen. Du hast halt nicht so viel Lagerfläche. Aber das macht ja nichts. Für einen kleinen Einkauf, da ist das schon in Ordnung. Ne? Wenn du mal irgendwie Hunde- oder Katzenfutter holen musst oder sowas, dann passt das schon. Oh. Oh, verdammt. Wo sind denn die jetzt? Scheiße, ich krieg die nicht mehr. Es würde mich doch sehr wundern, wenn ich sie noch kriegen würde. Ich werde einfach mal Folgendes tun. Ja, ich werde aussteigen. Und da man halt genau auf diese Art und Weise nochmal aussteigt, ist das so. Ich glaube, ich krieg die nicht mehr, oder? Weil die sind ja bald da, ey. Komm, mal schneller, mal schneller, mal schneller. Wir haben keine Zeit, Junge. Wir müssen uns ein bisschen sputen jetzt. Danke. Weil ich würde das echt gerne noch schaffen, die irgendwie einzuholen. Ich habe jetzt, ja, ist auch nicht die schnellste Karre, aber wenn ich das noch hinkriege, wäre das schon gut, weil ich habe keinen Bock, noch ein paar Stunden zu warten dafür, ehrlich gesagt. Ist natürlich jetzt auch blöd, weil nass und dann rutscht man ja auch doch durchaus leichter. Alles nicht so geil, aber das wird schon. Ich komme mir auf jeden Fall schon mal näher, das ist doch schon mal gut.
Das ist besser als mit dem Caddy. Aber ich fand ihn so geil, ey. Schade, dass der nicht schneller gefahren ist und besser gefahren ist. Das ist ja super. Oh, da waren Tiere. Verdammt. Habe ich nicht gesehen. Nein! So, warte. So, mal kurz aus. Wo sind noch welche? So, der ist down. Da ist... Nee, da ist gar keiner mehr. Boah, Junge! Nein, geht doch. Head to the shot. Aber einer ist da noch. Jetzt sind alle tot. Nee, einer ist da immer noch. Ey, du Arsch, ich muss das Auto klauen. Mach doch keinen... Jetzt hat er dann... Also, soll ich das Auto komplett mitnehmen? Ja, wird da super jetzt. Der hat mir den Reifen kaputt geschossen, weißt du? Oder? Ja, doch. Ah, der wird gleich kaputt gehen, der Reifen. Weg, weg, weg. Mann. Macht er mir den Reifen kaputt, weißt du? Ja, super, weißt du? Nee. Nee, da habe ich kein Verständnis für. Der wusste doch, ich möchte gerne wahrscheinlich die Ausrüstung klauen. Da kann er mir doch nicht den Reifen kaputt schießen. Kein Wunder, dass die Kriminalität in der Welt steigt. Also wenn sowas passiert bei kriminellen Machenschaften, dann werden auch noch dann die Dinge, die man klauen möchte, beschädigt. Kein Wunder, ja, dass man da so viel Hass auf den Staat hat. Ups. Oh, scheiße. Jetzt ist auf jeden Fall von unten sauber. Läuft. Wo muss ich ihn eigentlich hinbringen? Wahrscheinlich zum Airport. Bei Airfield ist das ja eher. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Flughafen bezeichnen. Sondern eher als Flugfeld. Oder ganz gut getarnt direkt zu Trevor. Vor den Trailer, das wäre super. Hat man es auch nicht immer so weit, weißt du, dann bist du einfach, gehst aus dem Trailer raus und da sind direkt deine Sachen, die du geklaut hast, die du brauchst. Wäre schon gut, wäre schon gut. Ich glaube, danach gibt es noch eine Vorbereitungsmission oder noch mehrere. Fahren wir den jetzt ernsthaft? Nee. Keine Ahnung, wo wir den hinfahren. Werden wir gleich sehen. Ach so, zu... In seine Drogenkitchen, ja, sag's doch gleich, ey. Ah, können die gleich mal ein neues Rädchen draufpacken. Weil das ist hier kaputt. So. Fällt überhaupt nicht auf, dass hier so ein LKW steht. So, das Ding haben wir. Die Militärausrüstung. Die Frage ist, was passiert jetzt noch? Nix, wie es scheint. Nix. Hm. Warum ist da eine Lupe? Achso, das ist gar keine Lupe, das ist Tennisschläger, ist klar. Les, that military hardware we needed. It's parked out back of Trevor's office. All right, we might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Okay. We go to the lab! Oder starte ich den jetzt überhaupt? Mache ich die kurz? Ich glaube, ich mache die Folge mal ein bisschen kürzer. Dann kann ich das direkt ganz gut starten. Was ist denn hier noch? Was ist das? Aha! Sehr cool. Ja, mit Schade sieht man sieht das nicht. Schade sieht man. Schade man sieht nicht. Naja, egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann werden wir den fetten Job starten und dann geht's los. Ja, dann cashen wir ab, aber ohne Ende. Und bis dahin, haut rein.